Es war eine lange Reise bis zu diesem neuen Album. Aber nun ist ABBA mit Voyage wieder da, nach fast 40 Jahren Pause. Unsere Stimmen haben mehr Tiefe, aber auch die Musik und die Zeilen. Das ist dem Alter geschuldet. Nicht, dass es so klingt wie vier Altersschwache, das meine ich nicht. Vielmehr, dass da sehr viel Energie drin steckt. There's a lot of energy in it. I still have faith in you. Auf dem Album sind die bereits vorab veröffentlichten Lieder I Still Have Faith in You, Don't Shut Me Down und Just a Notion sowie 7 weitere Songs der Kultband. Für sie ist es das 9. Studioalbum und das erste seit The Visitors, das am 30. November 1981 erschienen war. Nach einem letzten TV-Auftritt Ende 1982 hatte sich die Band quasi aufgelöst, nach 8 Studioalben und darin enthaltenen Welthits. Allein diese Möglichkeit zu haben, jetzt wieder neue Musik für ABBA zu schreiben und dann aus dem Studio zu kommen und zu sagen, ja, ich mag das Ergebnis und auch Frieda und Agnetta sind sehr glücklich, dass sie das gemacht haben. Aber sie haben es zum letzten Mal gemacht. Das war's, so die Musiker. Eine Art Avatar-Show nächstes Jahr wird es noch geben, doch dieses Album wird nun das letzte sein. It stands above.